Hallo zusammen, das ist Sibyl vom Sela. Und heute mit Christine Lamontaine, die bei uns gerade Duftkommunikation unterrichtet. Und weil es so ein schöner, lauer Abend war, haben wir gedacht, wir machen noch einen kurzen Ausflug und sind da zwischen zwei Weißtannen gelandet. Ganz herzlich, dass du damals dein Auto angehalten hast, gestoppt hast, als ich meine ersten Weißtannen hier entdeckt hatte. Das Ätherische kannte ich, habe was über sie gelesen, noch nie eine gesehen. Und dann fahren wir hier lang und plötzlich Weißtannen, ich wäre am liebsten rausgesprungen, aber Sibyl hat dann Gott sei Dank angehalten und sind wir eigentlich vor zwei oder drei Jahren, Vor drei Jahren sind wir hier an diesem Platz gelandet und es ist wirklich wunderschön. Man sieht das ganz toll, diese weiße Rinde. Das ist schon ein majestätischer älterer Baum. Und ein Stückchen weiter hinten ist der Weißtannen-Kindergarten. Das heißt, das sind also praktisch die jungen Weißtannen. Und ja, das können wir uns ja da noch mit anschauen. Auf jeden Fall. Ja, weil, ja, was ist zur Weißtanne eigentlich zu sagen? Von der Duftkommunikation her einiges. Und ansonsten, ja, die Weißtanne kann sehr alt werden. 500 bis 600 Jahre und etwa nach 50 Jahren trägt sie die ersten Blüten, also ihre Blütenzapfen. Und eine junge Weißtanne, das hat mich verblüfft, kann 150 Jahre warten im Schatten anderer Bäume und wächst nicht nach oben, aber sie wächst nach unten. Sie hat also eine starke Pfahlwurzel. Und sie kann sich wunderbar bis zu 10 Metern auch in die Breite ausbreiten und hat damit natürlich, ja, wie soll ich sagen, gute Überlebenschancen mit ihrer tiefen Pfahlwurzel, 3 Meter mindestens, kommen sie an Feuchtigkeit dran, das braucht sie. Ist ein bisschen anspruchsvoll, braucht einen guten Boden. Ja, und ansonsten liebt sie es mit Buchen, mit Fichten, aber auch mit Bergahorn gemeinsam zu stehen. Und diese anderen Bäume geben praktisch diesen Schattenbereich. Und wenn im Herbst dann die Blätter abgefallen sind, dann kann die Weißtanne wieder ein Stück wachsen. Die nennt man auch Schattenbaum. Sind 20% Tageslicht sollen reichen. Eine Kiefer käme damit nie klar. Ja. Die ist lichthungrig. Und eine Fichte, naja Gott, so Halbschatten. Aber das ist wirklich die Besonderheit von der Weißtanne, mit diesen Schatten aushalten können. Und das heißt im übertragenen Sinne für die Duftkommunikation, ihre Standhaftigkeit, ihr fest verankert, auszuhalten in schwierigen Situationen, Ziel nicht aus den Augen zu lassen, nicht nach oben zu wachsen. Das ist eigentlich das, was sie wunderbar kann und was sie uns auch als Information in der Duftkommunikation anbietet. Dann ist auch noch Tanne, ist ein Schutzbaum und früher im Tannenwald in den Märchen, das war ein dunkler Wald, da haben sich praktisch die, die in der Gesellschaft nicht mehr gemocht wurden, versteckt und heutzutage ist es eher die Stadt, das ist der neue Tannenwald, aber ansonsten ist es so, dass man sich da zurückziehen kann, aber so ein dunkler Tannenwald kann auch Angst machen und das merkt man in der Duftkommunikation oftmals, wenn es dann von dunkel gesprochen wird und so weiter. Also da ist mit diesem Thema, mit diesem ja, Ich-Thema, ich halte durch, ich halte stand und ich weiß, was ich will, ist manchmal so ein, wie soll ich sagen, so ein Schattenthema mit verbunden. Ist nicht schlimm, wenn man es weiß, kann man damit umgehen oder man lässt. Das ist eigentlich so die Herangehensweise, wie wir das sehen. Ja, das wäre eigentlich so fast das Wichtigste. Es gibt noch viel mehr. Aber ich glaube, Sibyl kann noch einiges dazu sagen zu den aromapflegerischen Seiten der Weißtanne. Und falls ich was vergessen habe, bring's bitte mit rein. Ja. Also was noch interessant ist, die Weißtanne in hügeligen Bereichen wächst sie sehr gerne mit den Bäumen, die du erwähnt hast. Ja.
tiefer im Flachland findet man sie häufig auch gepaart, zum Beispiel mit den Eichen. Das finde ich auch einen interessanten Aspekt. Von der chemischen Zusammensetzung her ist die Weißtanne auch sehr interessant. Sie beinhaltet sehr viele Monoterpene. So circa 12-24% bestehen aus dem sogenannten Alpha-Pinen. Dann hat es etwas, ja, auch um die 10% Kamphen mit drin und interessanterweise bis zu 54% Limonen. Das ist vor allem das linksdrehende, das sogenannte S-Limonen, das da in großer Menge vorhanden ist. Das findet man in sehr vielen Edeltannen, aber zum Beispiel auch im Neroli hat es S-Limonen mit drin oder sogar in der Pfefferminze. Genau, also das ist eigentlich im Gegensatz zu dem rechtsdrehenden Limonen, das wir dann in den Zitrusfrüchten finden. Das Ganze bedeutet, dass die Weißtanne eigentlich eine anregende Wirkung hat. Die kann wach machen, die kann wirklich Konzentration fördern. Und sie kann aber aufgrund von dieser Zusammensetzung auch sehr hilfreich sein, zum Beispiel bei Menschen, die Probleme haben mit rheumatischen Erkrankungen. Also Rheuma, Entzündungen im Bereich von Knochen, aber auch von Sehnen oder Muskeln, da kann die Weißtanne sehr hilfreich sein. Zudem hat sie aufgrund des hohen Monoterpenanteils auch eine sehr starke desinfizierende Wirkung, vor allem auf die Raumluft. Das heißt, ich kann da wirklich Bakterien oder auch Viren in den Winterzeiten ein Schnippchen schlagen, indem ich wirklich zum Beispiel dieses Weißtannenöl in einem Raumspray verwende. Auf die Atmung hat es auch eine sehr positive Wirkung. Es hilft nämlich wirklich, die Lungen zu füllen, tief einzuatmen. Und das sehen wir ja automatisch, wenn wir in den Wald gehen. Gerade wenn sie vielleicht frisch geholzt haben, dann hat man wirklich so das Bedürfnis, tief einzuatmen, auszuatmen und wirklich die Lunge mit Luft zu füllen. Und das ist etwas ganz, ganz Spezifisches. Da gab es übrigens auch eine sehr kleine japanische Studie in diesem Zusammenhang. Da hat man 12 Menschen beobachtet, die gingen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 2,5 Kilometer wandern oder laufen im Wald, wo es vor allem eben viele Edeltannen hatte. Und man konnte feststellen, dass nachher bis zu 7 Tagen nach diesen 2 Tagen eine Folgewirkung vorhanden war. Das heißt, die Anzahl der Killerzellen, oder das sind anders ausgedrückt spezialisierte Lymphozyten, ist massiv angestiegen und in diesem Sinne hat wirklich auch das Immunsystem von diesen Spaziergängen an diesen beiden Tagen sehr profitiert. Interessant ist auch, gleichzeitig hat man dann den Urin dieser Menschen analysiert und festgestellt, dass die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin, das ja über die Nebenniere ausgeschieden wird, auch massiv abgenommen hat. Also wir können uns da wirklich sehr viel Gutes tun, zum Beispiel mit dem Weißtannenöl, und schauen, dass unser Stressniveau absinkt und wir eben auch wieder tiefer atmen, weil das ist etwas ganz Typisches. Wenn wir unter Stress stehen, haben wir häufig eine sehr oberflächliche, tendenziell schnelle Atmung, und wenn wir dann wirklich die Lunge füllen, dann kommt automatisch der Rhythmus herunter, das heißt, die Atmung wird langsamer, wird tiefer und dadurch werden dann eben auch die Stresshormone, die sogenannten Katecholamine, abgebaut. Ansonsten hat die Weißtanne auch eine tolle Wirkung, zum Beispiel bei Atemwegsaffektionen wie Asthma oder auch Bronchitis. Da kann man sie sehr gut einsetzen. Und interessant ist, wenn ich sie auf die Haut bringe, dass sie auch eine leichte hyperemisierende Wirkung hat. Das heißt, sie fördert die Durchblutung. Und häufig wird vor allem, oder werden häufig werden vor allem ätherische Öle, die einen höheren Anteil eben an Alpha- oder an Beta-Pinen beinhalten, auch als Cortison-ähnlich bezeichnet, ist zwar ein Begriff, den man heute nicht mehr so häufig braucht, aber es ist effektiv aufgrund der starken entzündungshemmenden Wirkung, die da entstehen kann, kann man sagen, ist da die Wirkung ähnlich, wie wenn ich zum Beispiel ein cortisonhaltiges Produkt einstreiche. Also rundherum wirklich ein tolles Öl
Und ein genialer Baum. Ja. Und ich denke, es wäre schön, wenn wir noch einen Schwenker machen könnten zum Kindergarten. Machen wir. Vielleicht, ich würde gerne noch was hinzufügen. Du hast mich nochmal auf eine Idee gebracht. Und zwar diese stressmodulierende Wirkung von Weißtannenöl. Habe ich in der Duftkommunikation mal sehr interessant feststellen können. Und zwar eine Dame wollte ein Öl, damit andere Personen ruhig sind. Und zwar war das so, da hatte sich im Arbeitsumfeld, hat sich einfach neue Situationen ergeben, kamen viele neue Mitarbeiter und das wuselte alles durcheinander. Sie war schon länger dort und ihre Position war damit natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Und sie wollte gerne ein Öl haben, was die anderen ruhig stellt. Das geht natürlich wohl eher nicht. Aber es hat sich gezeigt, dass die Weißtanne ja eine wunderbare Unterstützung gegeben hat. Wow. Das heißt, sie hat die Weißtanne gerochen, war sofort, boah, das ist es. Und ich sage, brauchen Sie noch irgendwas? Nein, das reicht aus. Jetzt kann ich zur Arbeit gehen und ich habe das Gefühl, ich sitze wie unter einem großen Zelt. Die zeigt richtig, wie die Form der Weißtanne eigentlich ist. Sie hat so eine tonnenförmige Form. Und ringsrum ist Wohling. Aber mich stört es nicht mehr. Das ist mir jetzt egal, was die machen. Und das war wirklich das, wo die Weißtanne eben auch übers Riechen und in dieser Situation bei ihr einen Ausgleich geschaffen hat. Also das war sehr interessant, sehr einschneidend. Und du hattest Öl nochmal angesprochen. Ich habe letztens von hier Weißtannenharz mitgenommen. Vielleicht haben wir das Glück, welches zu sehen, weil das ist wirklich weiß. Bei der Fichte, das hat so einen gelblichen, Kiefer auch, aber so richtig weiß. Und für mich ist das, wenn man das kostet, das Weißtannenharz schmeckt wie ein edler Weihrauch. Es klebt zwar furchtbar an den Zähnen, aber es hat einen tollen Geschmack. Also kann ich nur empfehlen, wenn man mal so ein Harz am Baum entdeckt, ruhig mal zu kosten, mal anfassen, hinterher Finger abwischen, es klebt. Aber ansonsten ist es wirklich eine tolle Erfahrung. Und ja, ich würde sagen, wir besuchen mal die kleinen Kinder, die neuen Weißtannen, weil die hier eine optimale Bedingung haben. Sie wachsen mit den Alttannen zusammen und sind praktisch natürlich angepflanzt. Das heißt, bei diesen wird es kaum zu dem Problem kommen, wenn Nacktwurzler eingesetzt werden in Pflanzlöchern, dass diese Pfahlwurzel verbogen wird. Und die muss exakt eingesetzt werden. Sonst hat wirklich diese kleine Weißtanne schlechte Karten, sich gut zu entwickeln. Und deswegen sage ich immer, ihre Gefahr liegt im Weißtannen-Kindergarten. Die meisten werden zwar so in den Ballen eingesetzt, und da ist es ja wahrscheinlich schon ganz gut. Und ansonsten ist die natürliche Aufzucht über den Samen der Weißtanne. Übrigens, der Samen der Weißtanne hat extrem hohen Nährwert, so dass die auch lange der Samen auf der Erde liegen kann, bis mal Licht von oben kommt, irgendwas passiert. Und ja, dann geht es wieder weiter. Also es ist wirklich ein wunderbarer Baum. Und er hat auch sehr viel, jetzt mal im übertragenen Sinne, mit einem unterstützend dieses Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Also Menschen, die dort in schwierigen Situationen Unterstützung brauchen, können, wenn der Duft gefällt, sich mit diesem Weißtannenduft wunderbar eigentlich einlassen und Unterstützung erhalten. Ich finde das noch interessant, jetzt im Zusammenhang vorhin mit der Frau. Das ist natürlich nicht das Monoterpen, das da so entspannend wirkt, sondern vor allem das Pornylacetat, das Ester, das auch zu etwa 12% im Öl vorhanden ist. Das ist viel. Genau. Ja. Also die entspannende Wirkung kommt von daher. Und du hast noch gesagt, eben der Selbstwert ist mit der Weißtanne quasi verwurzelt. Ja. Ich finde das noch interessant, wenn man die Gemotherapie noch mit hineinnimmt. Die Weißtanne, die wird vor allem Menschen gegeben, die zum Beispiel schlecht wachsen. Das ist vor allem in der Kinderheilkunde, wenn man Kinder hat, die so klein sind und nicht richtig wachsen und eher bleich und schwach sind, dann kann man sehr gut mit der Weißtanne arbeiten. Und bei den Erwachsenen wird es häufig gegeben, wenn die Knochenstrukturen nicht mehr so stabil sind und einzubrechen drohen. Ja. Und von daher ist dann auch eben, sinkt man in sich zusammen, hat in diesem Sinne auch nicht mehr dieselbe Ausstrahlung. Also das ist, da deckt sich eigentlich das Ganze wieder mit der Duftkommunikation. Also wenn man das praktisch so assoziiert und miteinander und hinschaut, das ist schon wirklich erstaunlich.
Und vor allen Dingen, dass die Leute dann wirklich entsprechend auch so drauf reagieren und das verbal wiedergeben. Ja. Und ohne, dass sie wissen, was sie riechen. An der Duftkommunikation ist immer dieses Blindriechen, das heißt, die wissen nicht, was sie riechen. Mhm. Weil damit keine Beeinflussung durch das Wissen, was man da alles weiß, was du alles so schön erzählt hast, das könntest, die muss ich lieben. Nein, es ist wirklich nur der reine Duftkontakt und der informiert einfach auf einer anderen Ebene. Wie genau das alles funktioniert und warum es so funktioniert, das bleibt wahrscheinlich im Moment noch ein bisschen Geheimnis. Aber ich denke, die Forschung wird auch das herausfinden. Braucht vielleicht noch entsprechende Messgeräte oder sonst was, bis man dann wirklich auch dahin kommt. Ja. Super. Dann gehen wir jetzt mal rüber zum Kindergarten. Dann gehen wir mal zum Kindergarten. Genau. Jetzt sind wir im Weißtannen-Kindergarten. Und die sind hier natürlich angeflogen. Da oben haben wir die Bäume. Hier ist eine Weißtanne. Dann haben wir wunderbar die Buchen hier. Also die hat eine optimale Lage. Genau. Und spannend ist, dass diese Weißtannen, wenn sie ganz jung sind, den Mitteltrieb, das ist das, was so richtig nach oben schießt. Und wenn sie dann schon richtig schön alt ist, dann kommen die Seitentriebe hoch und dann sieht man oftmals so ein Storchennest oben auf. Das ist eigentlich auch so ein typisches Erscheinungsbild von den Weißtannen. Und ich habe jetzt mal hier das Maingrün gekostet. Das schmeckt sehr würzig, sehr kräftig, hat einen Bitteranteil, der mehr ist als auch bei den Fichten. Ja. Die Fichte ist wesentlich sanfter und das hier, das ist so richtig Power kräftig, drin. Ja. Also ja, es klebt auch ziemlich, also das heißt, es ist wahrscheinlich entsprechendes Harz. Bei den kleineren hat man dann oftmals Harzblasen, die sieht man dann am Stamm. Ja, und wie gesagt, diese kleinen Weißtannenkinder, die warten jetzt ab und die können jetzt lange so in dieser Größe stehen, bis sie wirklich gute Bedingungen haben, um dann wieder nach oben zu wachsen. Genau. Und das nochmal, was ich vorhin sagte, dass halt so auch für Kinder, die vielleicht nicht so die guten Startbedingungen hatten, dort eine Information, eine Anregung ist, hey, schau her, ich wachse kerzengerade, Weißtanne verbiegt sich nicht, die ist sehr sturmsicher, das heißt, die hält also den Sturm gut stand, viel mehr als andere Nadelhölzer und einfach durch ihre Pfahlwurzel. Aber was sie braucht, sie muss zum Wasser und einen also nährstoffreichen Boden braucht sie unbedingt. Das sieht man ja manchmal sehr schön, wenn da Stürme quasi übers Land fegen, dann hast du die Rottannen oder Fichten. Ja. Die fallen um mit dem ganzen Wurzelstock, das sind Flachwurzeln und dann sieht man, da ist da vielleicht ein Meter tief ein Wurzelstock. Ja. Ich habe noch nie eine Weißtanne gesehen, die umgefallen ist. Nein, stimmt. Also es ist schon wirklich eine ganz besondere Art und ich muss sagen, ja, es hätte sich gelohnt, da wirklich aus dem Auto auszuspringen, weil ja so schön, wie ich es hier gesehen habe, hatte ich es vorher überhaupt noch nie gesehen. Genau. Ja, das wäre so, vielleicht noch eins. Es gibt so einen Spruch, wie unterscheidet man denn jetzt eine Fichte von einer Weißtanne? Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Genau. Und wenn man die Nadeln anfasst, ein bisschen kleines, bisschen Gicks, aber nicht viel, denn die sind vorne an der Spitze abgerundet. Die haben fast, wenn man hinschaut, fast wie so eine Herzform. Mhm. Und sie haben an der unteren Seite sind zwei weiße Streifen, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und das ist eigentlich ein gutes Erkennungsmerkmal für Weißtannen. Hat die Fichte nicht. Und wenn man die anfasst, die piekst ordentlich. Die kann sich sehr gut wehren. Es ist auch so bei der Weißtanne, die hat eigentlich nur seitlich von den Trieben Nadeln. Bei der Fichte ist es ja rundherum. Genau. Wer sich übrigens intensiver interessiert für das Thema Fichte und Tanne, wir haben ein Video, das weiter zurückliegt, genau auch zu diesem Thema, wunderbar, wo wir es angeschaut haben. Wunderbar. Ich habe da noch ein ganz kleines Stück Harz gefunden. Du hast vorhin gesagt, dass Weißtannenharz ist wirklich weiß. Und es ist ganz, ganz spannend, eben wenn die Bäume ganz jung sind, dann haben sie das noch nicht mehr, aber so im mittleren Alter. Und wenn sie vielleicht 5 oder 6 Meter hoch sind, dann entwickeln sich wirklich unter der Rinde sogenannte Harzblasen. Ja. Und bevor dann wirklich die Borke sichtbar wird, so in der schuppigen Form, wie wir es vorhin gesehen haben bei den großen Weißtannen,
platzen ab und zu solche Blasen und dann sieht man wirklich so am Baumstamm entlang die Tropfen. Ja. Und das haben wir ja das erste Mal, als du mitgekommen bist, probiert. Ja. Und das ist ein wunderbarer Kaugummi. Das Harz hat eben auch viele ganz tolle Inhaltsstoffe und kann in diesem Sinne das Zahnfleisch stärken oder eben auch eventuell Läsionen, die im Mundschleimhautbereich vorhanden sind, wirklich positiv unterstützen. Und es ist total sanft, dieser Geschmack. Also nichts Beißendes, gar nicht. Das ist wirklich sehr mild. In diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Like. Und wenn du keine dieser Folgen verpassen möchtest, abonniere doch unseren Kanal. Bis gleich! You try, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep, you don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. We stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know? You drive, do you know I'm looking?